Willkommen zurück zu einer weiteren Runde The Forest. Ja, heute leider nochmal eine Woche ohne meine reizende Assistentin. Die muss jetzt nochmal ein bisschen lernen. Die fühlt sich in dem Stoff, der jetzt da in der nächsten Test angesetzt ist, nicht so sicher. Und deswegen machen wir jetzt quasi eine Woche mal wieder ohne sie. Ja, ist halt ein bisschen doof, aber naja, sie soll sich das doch gönnen. Irgendjemand hat hier rumgemübbelt, irgendjemand ist gerade ins Bild geflogen und erschossen worden. Ich habe noch nicht mal gesehen, wer oder was das ist. Aber irgendjemand wurde gerade erschossen. Irgendein Mutant. Kollege? Das ist nicht deins hier. Ich sehe halt die Piekser nicht, die sie hier überall hingestellt hat. So. Jetzt. Ja, die kommen ja jetzt übers Wasser, ne? Das ist ja jetzt natürlich ganz cool. Hier ist noch ein Mutant. Hier ist auch einer. Okay. Ist er tot? Der ist auch tot. Warum fallen die jetzt so schnell um? Was ist hier los? Ich habe doch nur geschlafen. Ja, ich hoffe mal, dass bei ihr jetzt nichts kaputt geht, aber hier sind übelst viele Mutanten draufgegangen. Okay, gut. Wir nehmen uns, versuchen uns die Haut mitzunehmen. Wenigstens mal die Haut. Und da hinten steht auch noch einer. Ja, lauf, lauf, lauf. Ah, ich mag den Schnee nicht so. Das heißt, wir können jetzt gleich leider nichts trinken. Müsste vielleicht einfach mal vielleicht eine kleine Höhlentour machen und einfach mal sagen, okay, ich hole mir mal einfach mal ein paar Dosen aus einer Höhle. Das könnte vielleicht schon helfen. Aber kaputt gemacht haben die jetzt hier nichts, ne? Nö. Gut, aber ich darf mich ja hier einmal kurz am Fleische bedienen. Damit ich mir wenigstens dann schon mal den Hunger wegnehmen kann. So, und dann hier wieder raus. Ach, Mr. K. So, pass mal auf. Du kannst mir schon mal gleich folgen. So, jetzt weiß ich gar nicht, wie wir jetzt beim letzten Mal verfahren sind. Wie weit wir da gekommen sind. Ich glaube, ich hatte eingerollt, hatte ich jetzt soweit nichts mehr, ne? Mr. K sollte eigentlich jetzt nochmal weiter sammeln. Aber wir haben ja jetzt, glaube ich, nichts mehr gesammelt ist hier, ne? Keine Stämme und nichts mehr. Jetzt will ich aber nochmal kurz gucken, wie weit bist du hier mit den Stöcken gekommen? Und eigentlich, ne, hier können wir nochmal Restmutantenhaut draufpacken. Schön schleimig. So, sind schon mal zwei Ständer voll damit. Passt. Denn wir machen ja hier immer noch weitere Fortschritte, aber ich muss auch langsam meine Piekser hier fertig kriegen, ne? Na gut, das sieht schon mal ganz gut aus. Das heißt, Mr. K. Ach, der rennt da hinten rum. So, den muss ich jetzt mal hier hinsetzen. Komm mal her hier. Oh, mir ist auch noch kalt, ey. So, pass auf. Und zwar, hol mir mal bitte Steine. Behälter füllen. Müsste ja auch bald wieder ein Update kommen in Forest. So, wie viel Steinpfeile habe ich jetzt eigentlich noch? Ich habe 19. Das heißt, ich habe eigentlich noch genug. Und die Wand ist ja jetzt soweit schon fertig. Da müsste jetzt noch die gemacht werden und dann die anderen beiden Seiten noch ein bisschen nachgearbeitet. Aber das passt. So, Mr. K hat seine Arbeit gekriegt. Dementsprechend einmal rüber. Wir müssen uns jetzt mal ein bisschen Holz holen.
Können ja auch mal auf die andere Seite gehen. Hatte ich mir mal überlegt, aber weiß nicht, hier hinten finde ich das irgendwie. Na komm, ich glaube, wir gehen mal auf die andere Seite. Mit den ganzen Dingern. Dann wäre Mausi hier hinten auch ein bisschen safer. Das heißt, ich fahre mir jetzt die Wagen einfach mal kurz rüber. Weil momentan spawnt ja hier einiges und ich weiß jetzt nicht, ob ihre Verteidigung da hinten schon fertig gebaut war oder nicht. Und ich möchte da jetzt noch ungern noch irgendwelche Reparaturen vornehmen. Dementsprechend versuche ich sie dann einfach auf dem Spawn eher auf meine Richtung da zu setzen. Da weiß ich dann auch, was kaputt geht. Aber dann wollen wir mal gucken, wie weit wir heute kommen. Also Stöcke sind ja jetzt auf jeden Fall ein paar da. Das heißt, wir können wieder weitere Stacheln aufstellen. Dann müsste ich mal gucken, wo wir dann eigentlich das Seil hin verfrachten. Dementsprechend nehme ich da jetzt auch mal den Wagen fast mit hin. Uiuiuiui. Da waren sogar noch Kleinigkeiten hier. So, wir müssten das dann halt auch wirklich gerade abziehen. Das heißt, ich mach mal Seilpistole. Jetzt wirklich gerade Linie möchte ich haben. Und am besten nicht irgendeinen Baum oder so, damit Mr. K dann halt auch alle Bäume abpflanzen kann. Aber ich weiß nicht, ob wir hier irgendwie noch ein Steinchen oder irgendwas haben. Einen Hang haben wir hier. Bin ich so cool. Ihr rollt ja alle drunter. Ungefähr gerade. Das wäre dann ungefähr der Baum hier. Dann nehme ich doch den Baum. Ein bisschen unpraktisch, aber der dürfte eigentlich so vom Ganzen reichen. Das heißt, jetzt holen wir uns mal kurz den Wagen und dann können wir hier eigentlich auch mal vollfüllen lassen. So, ich lade mir auch schon mal nach. Und dann fahren wir jetzt einfach das Ding dahin. Mal gucken, ob ich das dann auch mit den Stämmen gut transportieren kann. Und dann müssen wir die anderen Wagen auch nochmal so nach und nach holen, aber das ist ja ein anderes Ding. Das heißt, wir müssen auch gucken, dass wir es eher Richtung Fluss hinkriegen. Damit es dann auch passt. Damit sie mir nicht alle zu sehr runterkullern. So, das heißt, hier stellen wir jetzt einfach mal hin und dann dürfen wir den Baum da auch nicht fällen. So, machen wir mal. Es ist zu hoch. Man muss schon springen. Es ist jetzt nicht das Problem. Hoppala. Ich wollte noch nicht mit. Aber es ist halt doch ein bisschen doof. Wenn wir nicht. Dann machen wir so. Machen wir so. Komme ich noch an den Wagen ran? Ja. So geht er aber in die falsche Richtung. So klappt das aber. Na, wie gesagt, ist ein bisschen zu hoch geworden, aber ist nicht weiter schlimm. So, jetzt gucken wir mal, ob das jetzt auch so geklappt hat erstmal. Und dann kann ich mir sicher sein, dass das hier nicht so schlimm sein wird. Muss halt bloß vorher abspringen, weil hier sind ja schon die Stacheln alle so weit drin. Ich sehe das so schlecht wegen dem Schnee. Ja, hier habe ich abgeschlossen. Zum Glück kann man hier noch außen rum. Noch. Nee, sieht gut aus. Sieht gut aus. So, wir hatten da drüben jetzt noch einen vollen Wagen. Den holen wir uns jetzt auch noch, natürlich noch einmal. Ah, endlich. Jetzt kommt die Sonne mal raus. Schmelze mir doch bitte mal den Schnee und das Eis. Das wäre lieb. Weil jetzt ist doch ein bisschen doof, dass ich nicht trinken kann. Gut, Essen ist ja noch genug da, aber
Wäre halt schon schön, ne? Wenn man halt auch wieder was trinken könnte. Das Blöde ist ja, selbst die Schildkröten werden ja dann zugefroren im Winter. Dementsprechend dann die ganze Zeit auf Energy Drinks oder so gehen. Ja, kann man machen. Setzt aber extrem ständig voraus, dass man die ganze Zeit die Höhlen erforscht. Und naja, die meisten Höhlen wiederholen sich ja schon stark. Dementsprechend, ist halt so ein Ding. Wo man so sagt, muss man es haben, muss man es nicht haben. Naja. Gut, aber wir müssen dann jetzt nur einmal die Wagen umfahren. Das ist jetzt heute wohl, denke ich mal, das Hauptaugenmerk der Folge. Hahaha. Und dann passt das. So, Mr. K muss uns nämlich noch ordentlich Steine sammeln. Aber er macht seine Dienste gut. Damit können wir dann die nächsten Piekser aufstellen. Ist ja eigentlich nur noch, dass wir hinten und vorne dann halt auch nochmal ordentlich was drin haben. Und dann dürfte es auch passen. Dann sind wir erstmal Safety. Also so ein Flummerang hat sich ja schön festgehakt in der Mauer. Nur das hat halt schon so lange gedauert, die Mauer alleine zu errichten. Naja. So, fahren wir dich hier auch mal ran. Klappt aber so eigentlich ganz gut. Ich glaube, ich lasse die zwei Stämme hier stehen. Für den Transport. Vielleicht bauen wir es auch irgendwann nochmal aus, aber erstmal gucken, dass wir drinnen fertig kriegen. Gut, dann machen wir jetzt erstmal verbauen, bevor ich die nächsten zwei hole. Jetzt müsste es auch voll sein. Oh, Schiss. Also ganz ehrlich, das ist eine Todes-Ecke. Einmal nicht aufgepasst und du hast halt wirklich Pech. Jetzt die Frage, komme ich hier jetzt noch gut rum? Um eventuell sowas hier zu machen, ja. Ja, es klappt noch. Aber mehr als zwei Wagen kann das Ding hier sowieso nicht tragen. Dementsprechend, ja, passt. So, wo habe ich denn jetzt meine Aufdinger hatte ich da vorne gemacht. Müsste aber eigentlich ja hier und hier sowieso schon so langsam die Balken reinmachen. Itte? Was ist Itte? Itte ist nicht da. So, machen wir jetzt hier erstmal weiter. Ich kann einfach durch den Boden durchgreifen. Passt schon. Gut, Loch ist ja da. Aber trotzdem. So, machen wir weiter. Nochmal zwei Stämme. Hier ein hin. Und hier ein hin. Damit das schon mal wieder weiter ein bisschen Form annimmt. Na. So. Können wir hier nochmal einen da hinsetzen. Da hinsetzen. Das sollen nachher die Treppen werden. Hoffen wir mal, dass das dann auch so klappt, wie ich mir das ausmal. So, aber jetzt müssen wir hier erstmal noch weiter Stämme nach oben richten. Ja, aber das klappt trotzdem ganz gut. So, alle Hops. Gut, next. Gucken wir nochmal. Zack und zack. So, hier jetzt einmal einen Zwischengang durchlaufen.
Moin. Nein, jetzt bin ich runtergedüst. Zum Glück habe ich hier nochmal einen Balken. Dann machen wir es hier mal kurz anders. Da kommt noch einer hin. Da kommt noch einer hin. Und Mr. K immer noch fleißig am Steine sammeln. Wunderbar. Bin ich am Überlegen, kurz mal abzubrechen und mal kurz nochmal ein bisschen die Verteidigung weiter aufzusetzen. Das könnte vielleicht auch nochmal vom Vorteil sein. Dann kann er nämlich weiter Steine sammeln. Trotz des Winters. Und ich kann wunderschön die nächste Stöcke hier so weiter verbauen. So, einmal hier rauf. Hier wieder runter. Ja, Treppen sind schon mal soweit eingeplant. Drin möchte ich natürlich auch noch eine Treppe haben, aber ich muss erstmal mit dem Grundgerüst machen. Damit ich dann auch nachher sagen kann, okay, ich hau mir jetzt quasi Treppen da rein. Damit ich nachher auch die halben dazwischen hauen kann. Aber hier können wir schon mal weiter ansetzen. So, jetzt dürfte da auch nicht mehr drin sein. Aha. Wir haben den denn da. Wir haben ein bisschen Besuch. Möchtest du herkommen? Nee? Apropos. Ja, und jetzt? Was wollt ihr jetzt tun? Hä? Wird der nächste erschossen? Hey, ich brauch noch nicht mal einen Finger krumm machen hier. Na, willst du nicht zu mir? Oh, da wurde sie aufgehängt. Ja, das ist Mr. K. Ab und zu hänge ich hier so ein bisschen an der Dings ein bisschen fest. Der ist schön durchgebraten. So, jetzt sollte ich sie mal kurz wieder aufretzen. Ja. Das ist wieder so ein großer Heini. Kommst du her? Stell die Fallen auch nur für dich wieder auf. Kein Problem. Ich glaube, die hintere Tür müsste ich sogar offen haben. Na, hier ist sowieso noch nichts. Ne? Komm her. Du lebst doch noch, oder? Du willst mir doch jetzt nicht sagen, dass du von einem Schuss von ihr jetzt gestorben bist. Also, wenn sie mal schießen würde, so häufig, ne, dann wäre echt ja kein Problem, ne? Da brauchst du ja noch nicht mal einen Finger krumm machen für. Naja gut, ich habe mich jetzt gerade nochmal umentschieden, wir holen jetzt doch nochmal Stämme. Wir haben da hinten ja noch die beiden Holder. Das kommt jetzt gerade ein bisschen besser. Und dann müssen wir sowieso Schildkrötenjagd. Oh ja, das wird ja nochmal ein heikles Thema. Aber ein sehr heikles. Naja, gut. Aber wir kommen ja jetzt langsam auch wirklich mit der Mitte so ein bisschen voran. Müssen halt nur noch, wie gesagt, tausende von Peaks dann aufstellen. Von hinten würde ich quasi sogar noch als letztes machen. Aber dass man wirklich sagen kann, jo. Da kommt erstmal keiner so schnell durch. Weil bis jetzt halten die Pixer wirklich am besten. Wenn man so mehrere in Reihe stellt, dann klappt das ganz gut. Weil dann weichen sie zwar immer einem Pixer aus, aber rennen in den nächsten rein. Ein bisschen Knockback und dann passt das. Selbst bei den Babys hat das eigentlich ganz gut funktioniert, wo ich gedacht habe, dass die da einfach so zwischenkrabbeln.
Aber selbst babysicher ist es, solange die Tür abgeschlossen ist und die nicht sehen, dass die Tür offen ist. Ist die Tür natürlich offen, rennen sie natürlich direkt durch die Mitte. Ist halt das einzige Schlimme, wenn Mr. K hier halt durchgängig laufen muss. Der nimmt sich dann gerne die Tür und sagt dann so, ich will da jetzt durch, aber das klappt natürlich nicht. Das ist noch ein Überbleibsel gewesen. So, Überbleibsel beseitigt. Aber jetzt gerade so im Winter hätte ich ja doch eher Bock, statt die Verteidigung weiter aufzubauen, mal endlich wirklich mein Tempelchen zu bauen. Weil ich weiß nicht, das ist halt schon... Es sind schon sehr, sehr viele Folgen dran. Und nächstes Mal mache ich nicht so ein heftig großes Bauprojekt. Auch ein Turtle lernt dazu. Mit den anderen Wagen erstmal wegfahren. Jetzt habe ich mich aber erschrocken hier. So, fahren wir den mal ein Stück rein hier. Genauso wie den hier. Ich schiebe die hier momentan nur durch die Gegend. So, einmal kurz Parking by Doing. So. Da mache ich jetzt auch noch eine Wissenschaft draus, so. Ist ja schlimm. So, einmal die Stimme rüber. Und den nächsten zwei. So, dann fahre ich jetzt wieder mit. Dann gehen wir nochmal den letzten holen. Das sollte man hier wirklich frühzeitig abbrechen. Könnte sonst mit dem Tod enden. Aber irgendwie da, die Dinger, ne, die werden irgendwie nicht angegriffen. Ich hatte eigentlich gedacht so, dass die demnächst irgendwann zerstört sind. Aber nö. Halten, was sie versprechen. So, dann hoffen wir auch, dass mein Mausi hier hinten bis im Wald wieder nachwächst. Weil bei mir vorne hinten ist ja schon wieder ordentlich ein bisschen was nachgewachsen, gerade am Rand und so. Denke ich mal ganz angenehm. Das einzige Schlimme ist halt in Forest nur die Stämme immer holen. Das war schon im ersten Teil immer so, muss das sein. Aber wer was Großes bauen möchte, der muss halt auch arbeiten und dementsprechend auch Stämme holen. Naja, ist jetzt auch nicht weiter wild, ne? Das kriegen wir schon hin. Ich würde halt auch gerne bald schon mal mein Bett auch bei mir mal aufstellen. Auch mal so kleinere Lager wie Medizin, Tabletten und so, die ich jetzt sowieso nicht mehr besitze, schon mal errichten. Strompaneele mal errichten. Es gibt, denke ich, viel, was ich machen möchte. Sehr viel sogar. Und ich sehe, da sind ja eigentlich noch einige ohne Steine. Die muss ich ja auch noch machen. Sind mir ja die Steine ausgegangen. Na, im Winter sieht man die halt auch mal so schön. Was knattert hier? Ach! Jetzt weiß ich, was hier knattert und... ihr habt's aber nochmal übertrieben, ne? Mutanten. Jetzt hat die Leiche beide Fallen ausgelöst. Hauptsache, du brennst alle nochmal nieder. Mutanten hatten wir jetzt hier auch nochmal. Jetzt geht's hier aber los, da. So, gönn dir mal.
mich schon gewundert, hat er irgendwas kaputt gemacht? Nee. Der schafft auch noch nicht mal mehr, was kaputt zu machen, dieser Wiggle-Wiggle. Weil er sich dann halt so in den Dingern verschanzt, dass er einfach stirbt. Ich finde das genial. Ich bin sogar am Überlegen, hinten vielleicht die Starris erstmal so ein bisschen weiter offen weg vom Eingang zu lassen. Dass man dann halt nur sagt, okay, die Ecke reicht. Da müssen wir dann halt nochmal gucken. Aber auf der Seite hin zu Mausi würde ich auf jeden Fall nochmal die Stacheln hinsetzen. Oh, endlich kommt die Sonne wieder raus. Weiß nicht, ich mag es nicht, wenn es schneit. Das sieht man immer so wenig. So, jetzt müssen wir erstmal den anderen wegschieben hier. Und jetzt sind auch alle Wagen da. Das heißt, in der nächsten Folge können wir dann nochmal richtig reinklotzen hier. So. Schieben wir den hier nochmal hin. Wie oft hat der jetzt schon sein... Hoppala. Sein Fell verloren, wollte ich gerade sagen. Sein Blätterfell. So, machen wir hier nochmal weiter. Das müssen wir dann auch noch gleich verarbeiten und wieder einlagern, aber das ist ja die halbe Miete. Mich würde jetzt mal echt interessieren, auch wenn ich jetzt sterbe an meiner eigenen Wand, wie es aussieht, wenn ich jetzt hinterher flitz und mal nicht vorher abspringe. Weil das sieht nämlich genauso aus, als wenn ich gleich direkt in den ersten Peaks dann lande. Arsch hoch! Nee, das passt. Das passt. Man kann's machen. Man kann's machen. Problem ist, es ist halt hier sehr eng und da drüben ist schon wieder nur Gegner. Sag mal, was habt ihr denn heute mit mir? Also nichts Gutes, ich merk schon, ja. So, ich würde mal kurz hier die beiden Balken nochmal als stabil hinsetzen. Okay. Er ist ja eben auch mutig, ne? Na, dass das nicht geklappt hat, das hätte ich dir auch sagen können. Sie sind dann schon mutig, die klettern sogar dann rauf hier. Aber es klappt. Was will man mehr? Gut, ich glaube, hier oben bräuchten wir dann irgendwann dann doch nochmal ein mehr. Ja, Zappel. Aber es klappt, ich fühle mich sicher. Ist doch schön. Das ist doch wunderbar. Mehr kann ich mir nicht erträumen. So, machen wir jetzt hier erstmal weiter. Mal kurz hier. Weitere Balken aufgestellt. Nicht richtig fallen können. Na gut, das ist jetzt nicht so schlimm. Dann fällt man halt nicht so richtig. Aber wir machen hier nochmal weiter das Gerüst fertig. Dann muss ich das oben nochmal verbinden. Aber es ist ja die halbe Miete. Das oben einmal zu verbinden. Je nachher überall Planken reinzukloppen. Oh. Wir haben schon lange für den Boden gebraucht, ne? Und das wird auch nochmal lange dauern. Aber man kann ja wenigstens mit dem Grundriss schon mal arbeiten und sehen, ob das so klappt, wie ich mir das jetzt vorstelle. Weil die Skizzen habe ich ja so jetzt schon fertig dafür. Wie ich das haben möchte. Und die Mauer war ja eigentlich nicht
das Gebäude, sondern sollte eigentlich nur zum Schutz dienen. Das hat aber schon sehr viele Folgen gefressen. Sehr viel Arbeitsstuff. Wo man eigentlich eher sagt, das ist eigentlich eher so ein Livestream-Projekt. Ich weiß nicht, gerade so Forest, das lädt halt so richtig zum Bauen ein. Gerade so auch die Mechanik dahinter, ich mag die halt immer wieder was anderes, so nach dem Motto. Dass man wirklich sagt so, ja, da sehe ich mich. Beim Bauen. So, jetzt haben wir auch gleich wieder die Stämme alle durch und ja, wird auch schon wieder langsam Nacht. Im Winter wird es wieder richtig schön dunkel. Was siehst du, da habe ich sogar einen Fehler gemacht. Ich habe hier hinten schon angefangen gehabt, aber dann nicht weitergemacht. Haha. Nein, noch ist es halt hier eher Gehopse. Weil ist ja noch kein Boden drin, aber wenn ich jetzt noch den Boden reinkloppe, dann kriege ich den Grundriss ja erstmal gar nicht fertig. Und der Grundriss ist schon wichtig. Falls ich da jetzt noch Anpassungen machen muss und ähnliches, sonst muss ich hier die ganze Zeit mit Böden rumarbeiten, die Bodenplatten wieder raus und wieder rein und nee, das wird ein bisschen schlimmer. Und mein Jump'n'Run ist heute echt nicht gut. So. Ein noch und dann können wir auch schon die Balken reinmachen. Türen und Co. sollen ja hier auch noch mal rein. So. Jetzt noch mal gucken. Hat jetzt jeder seinen Partner gefunden? Ja. Falsche Richtung. So rum und runter. So, hier hatten wir ja keinen mehr. Jetzt stören die doch hier ein bisschen die alten Balken. Aber wir haben gar kein Holz mehr. Na gut. Dann nehme ich mir jetzt mal Steine. Ich habe gar keine Steine. Mr. K war ja so nett und hat ja ein paar daneben geworfen. So, das hatte ich auf der 9. Jetzt können wir hier wenigstens nochmal ein paar Dinger hier befestigen. Geht ja auch nicht mehr so schnell ab. So, nochmal auf die 9. Achso, du hängst wieder fest mit deinen Steinchen. Na gut. Muss ich leider die Tür wieder aufmachen. Du schmeißt die immer daneben. Warum? Gut, jetzt wo ich sowieso mache, ist ja nicht so schlimm, aber gerade im Winter findet man die immer so schwer. Ach, sie möchte mir auch noch mal einen Stein geben. Na, dann gib ihn her. Den kann ich aber nicht mehr tragen, weil der ist zu tief drin. Lieb gemeint, Mädchen, aber das klappt nicht so ganz. So. Gut, das war's eigentlich auch soweit. Dann kann ich den restlichen Steiner hier wieder reinpacken. Ja, dann würde ich sagen, müssen wir ja schon wieder nach Hause zu Mausi und dort schlafen, weil ich habe hier immer noch nicht zum Schlafen. Und auch noch nicht zu essen, noch nicht zu trinken. Eieieiei, braucht Bude hier. Gut, aber nichtsdestotrotz würde ich sagen, machen wir jetzt hier an dieser Stelle erstmal einen klitzekleinen Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also, schaltet wieder ein und bis dann.